Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Nachdem wir die letzten beiden Spiele in Folge gewonnen haben, versuche ich jetzt natürlich auch wieder nicht nur zu gewinnen, sondern ich gehe davon aus, dass ich das Spiel verliere, weil ich gerade scheiße spiele. Aber ich will vor allem versuchen, meine Defensive zu stabilisieren. Oh, wir hatten den normalen Neymar im Sturm. Also als linken Flügel. Hat ein ähnliches Team, auch viele Brasilianer, aber keine einzige in Form. Oh, und er stellt wahrscheinlich Neymar einen Doppelsturm mit Jesus. Passt auf. Das wird mit Sicherheit ein 4-1-2-1-2 oder sowas ähnliches. Ah, Neymar alleine im Sturm. Aber es sind 4-2-3-1 wie ich. Nur eben nicht so breit. Also mit 3 ZOMs. Aber Neymar als Stürmer ist super eklig. Ich habe ihn ja selber schon als Inform gespielt. Der wird also auch als normaler Stürmer schon ziemlich abgehen. Konzentrieren wir uns, aber wie gesagt, ich gehe davon aus, ich spiele das Spiel sowieso, ich spiele so schlecht. Er hat jemanden gewechselt. Sané gegen Fernandinho. Also umgedreht. Ich wusste da wahrscheinlich nicht, was er machen sollte, als ich den Torhüter halt nicht komplett rausgeholt habe. Und dann ist der Winkel halt leider einfach zu spitz geworden. Haben wir Glück gehabt. Hätte ich vielleicht nochmal auf Raphael legen können. Wäre vielleicht besser gewesen. Sehr schön von Telles. Wichtig vor allem. Oh, schade. Geht auch wieder nur über diese scheiß Pace, ey. Eine Stellung spielen. Schade. Oh, fast noch ins Lange rein. Der Abgefälschte.
Oh, immer die gleiche Scheiße, ey, und es klappt auch jedes Mal. Toller Pass von Raphael. Krasser Schuss von Firmino, schöne Vorlage von Neymar. Aber der Schuss von Firmino, ich dachte echt, ja, ich habe den komplett verrissen. Aber macht ihn trotzdem. Ja, aber echt krass. Aber das wird nicht reichen, das 1-0, da bin ich mir ziemlich sicher. Schade, das ist so lange Zeit und ja eigentlich einen guten Distanzschuss. Oh, krass. Gut gemacht mit Miranda. Schlecht rausgespielt. Ist der mit den Pässen los? Oh, ich dachte schon, er macht noch so einen. Oh, fuck. Natürlich Alu, was sonst? Also die Führung ist nicht mehr unverdient. Ein 2-0 wäre natürlich geiler. Ich bin trotzdem noch so unsolide. Oh, es ist zum Kotzen. Ich weiß teilweise nicht mal mehr, wie ich einen Ball ordentlich annehme, ey. Das müsste Ecke sein, wenn er ihn nicht fängt, schade. Schade. Was war das denn? Krass. Oh, fuck.
Schön gemacht von Casemiro. Und abgefälscht und nicht rein. Schade. Glück gehabt. Oh, zu billig. Ah, Verteidigung gefällt mir ganz gut. Oh, ich Idiot. Stand 1-0, es stand 1-0. Wie geil ist das denn? Der bricht nach einem 1-0 ab. Sehr geil. Danke. Also ich meine, er hat wahrscheinlich keine Zeit mehr. Also anders kann ich mich nicht erklären. Auch wenn er nicht wirklich viele Chancen hatte, aber trotzdem. Danke. So, Bundesliga. Die hat ja viele Tore gemacht im letzten Spiel, aber leider auch viel gefressen. Okay, eins war komplett meine Schuld. Arnautović im Sturm und den rechten Flügel wird er durch direkt auswechseln. Aber Arnautović im Sturm ist heftig. Das ist bestimmt ein geiler Stürmer. Und dass Perisic geil ist, wissen wir ja schon. Haben wir ja selber gehabt. So, konzentrieren, Abwehr. Scheiße.
Das sieht hier heute schon einen Tick zu zeitig, der Pass. Glück. Schade, ich habe mir nicht getraut, den Volley zu nehmen. Mach. Schade. Das hat er gut gemacht. Abseits. Was für ein Scheißschuss. Abseits, scheiße. Geiler Schuss.
Nice Luck, nice, nice Luck. Beschissener Lacker, ey. Oh, was für ein Lacker. Egal, wir hatten auch sehr gute Chancen. Wir drehen das Spiel einfach. Da war's doch eigentlich. Oh, nicht mal die Ecke. Nein, nicht zu dem. Oh, ist das bitter. Mann. Oh, was für ein scheiß Gegentor, ey. Komplett unverdient, aber egal. Toll. Oh, das wär's gewesen, ey. Schlecht verteidigt. Oh, fuck. Ich hab natürlich kein Glück, klar. Nice Luck. Na klar, muss der rangehen, der am Upside ist und lässt nicht Ginter ran. Okay, das wird wieder so ein Spiel, was wir verlieren, weil wir einfach Pech haben. Ich scheiß drauf.
Na klar, genau. Alter, ich tippe halt die Flankentaste an und hau ihn sonst wohin, den Ball. Logischerweise wollte ich ihn da nicht hinspielen. Stellungsfehler von mir. Schön, danke Radegi. Dreckslacker, ey. Jetzt brauchen wir nicht mehr wechseln. Ich breche ab und Sportzeit. Bis zum nächsten Mal.